Okay, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 20.10.2022. Ihr wisst, ich darf, muss, soll mich immer für ein Bildchen entscheiden. Andererseits war das jetzt hier nicht das Wunschbild, denn ich wollte ursprünglich die Sache einblenden von der EMA, dass jetzt da die Freigabe stattgefunden hat, dass man dann Säuglinge, Babys ab dem sechsten Monat mit BioNTech und Moderna impfen darf. Schlimm genug. Dann ist mir aber vorhin eingefallen, ich war da schon am Bearbeiten, da ist mir dann aber vorhin eingefallen, ja, wenn ich das jetzt hier wieder als Bild rein blinke oder brenne oder bringe, ja, dann kriege ich von YouTube ja mal wieder die nächste, zumindest einwöchige Sperre. Und das ist zu gefährlich, weil ja, dann irgendwann ich dann auch tatsächlich in den Popo geliebt bin. Deswegen dieses Bildchen hier und dieses Thema, das ja, für das Klima muss alles getan werden und im gleichen Atemzug darf dann auch die Freiheit, die Demokratie, die Selbstbestimmung peu à peu abgeschafft werden, denn es geht nicht beides, sondern Klima hat für diese Terroristen, Satanisten die höchste Priorität. Also darum geht's, aber es geht noch um ganz viel anderes. Leider auch wieder nichts großartig Positives, bis auf die 16 Minuten mit Lisa Fitz, die ich A sehr schätze, die ich B auch trotz ihres Alters ehrlich noch wahnsinnig attraktiv finde. Und die hier auch wieder einen ganz bärenstarken Beitrag rausgezimmert hat. Ja, könnt ihr dann gerne schauen bei VK, BitChute, Odyssee oder Rumble. Und mittlerweile geht ja jetzt wirklich das Internet hier 1A. Andererseits spinnt jetzt hier mein Kaugummi-Laptop ein bisschen. Aber es darf einem ja nicht zu wohl werden. Von daher, trotz alledem, das werde ich noch sicherlich bis 24 Uhr hochgejuchzt bekommen. Dann vielleicht bis gleich. Tschüss.